Herzog von Garnstein und der blaue Norg saßen am Tisch in dessen unterirdischen Palast. Sie spielten Karten. Es wurde um Hab und Gut gespielt. Und der Herzog hatte sein Bergwerk oben am Toten gesetzt. Und er verspielte es. Das war nicht gut. Aber er versuchte, das Ganze nicht allzu tragisch zu nehmen. Und als sich die beiden schließlich voneinander verabschiedeten, kam die Rede so ganz zufällig auf die Tochter des Herzogs.